Ich teste jetzt mal ein paar Jugendfeuerwerkssachen, denn ich habe hier von meiner Freundin eine neue Kamera, beziehungsweise eine alte Kamera, aber ich darf sie benutzen. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Ich habe ein paar Sachen dabei hier. Und schauen wir mal, wie die Qualität so ist. Und ja, viel Spaß. So, hier haben wir mal meine kleine Vorratskiste. Hier ist hauptsächlich Jugendfeuerwerk drin. Aber ja, schauen wir mal, was wir hier rausnehmen können. Ich habe schon das erste rausgenommen, was wir mal jetzt gleich mitnehmen werden. Und zwar hier, wo steht's? Firekids XL. Habe ich noch nicht getestet, werden wir jetzt gleich mal tun. Dann haben wir hier natürlich ein paar Sticker. Hier, wer sich wundert, was das ist, das sind so, ich glaube, irgendwo liegen die hier auch noch offen rum. Genau, hier. Das sind so Knallschnüre und ich glaube, da sind irgendwie 200 Stück oder so drin. Ja, machen auf jeden Fall Spaß und ist, soweit ich weiß, da, F1. Also, ja, eine kleine Spielerei unterm Jahr. Da hinten, das sind eigentlich alles nur Knallerbsen. Habe ich die letzten Jahre nicht angerührt, deshalb hat es sich ein bisschen angehäuft. Hier sind so kleine Fontänen von Jorge. Die sind auch F1. Die sind auch sehr schön. Gibt es einmal in Blau und einmal in Rot. Aber davon nehme ich jetzt keine mit, weil ich nur noch die 5 habe. Ja, erzähl mal gerade schwer. Hier, das ist die letzte, die ich davon habe. Zumindest hier im Zimmer. Da ist es, glaube ich, von Leslie. Davon habt ihr letztens auf Instagram eine in der Story gesehen. Also wer uns noch nicht auf Instagram folgt, einmal gerne in die Beschreibung gucken, da ist der Link zu unserem Instagram-Profil. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier einmal, das ist glaube ich auch von Leslie, so einen kleinen Brummer mit. Hier die Böller werde ich natürlich nicht an, wobei, wir können uns mal einen kleinen Pyro-Cracker von Komet mitnehmen, weil die sind eh schon offen. Ja, das ist gut. Und dann würde ich sagen, einfach noch als kleine Abwechslung, nehmen wir mal hier die dicken Brummer mit und hier so ein paar Wunderkerzen. Und dann würde ich sagen, haben wir doch eine schöne kleine Mischung hier und können mal was zünden gehen. So, also wir haben ja einmal ein richtig schönes Jugendfeuerwerkssortiment mit Vulkan und Fontänen. Fire Kids XL. Dann haben wir einmal die dicken Brummer XL. Das sind echt wirklich große Teile. Ich glaube, die sind doppelt so groß wie die normalen Brummer. Und einmal noch normale Wunderkerzen einfach. Und zum Abschluss ein paar Pyrocracker. Das sind die Sachen, die ich jetzt testen werde. Ein paar Vulkane, ein paar Brummer, Crackling-Sachen und zum Schluss ein paar Pyro-Crackers. Auch mega kalt hier, deshalb muss ich mich mal weinen. Wir fangen mal an hier mit den Wunderkerzen. Wenn ich es aufbekommen sollte natürlich. Das Klebeband ist mal wieder stärker als alles andere. So, falsche Seite, perfekt. Nochmal falsche Seite. So, machen wir mal 3 hier. Und stecken die mal hier so in die Erde. Denn ich will auch mal testen, wie der Sound so klingt. Und wie die Lichtverhältnisse so sind. Ich hoffe, man sieht das Zittern nicht so, denn es ist ziemlich kalt. Ich glaube, es ist ziemlich überbelichtet. Leider. Es riecht auf jeden Fall wunderschön. Okay, dann gehen wir weiter hier zu den dicken Brummern XXL. Und die Packung kenne ich tatsächlich auch noch nicht, ist auch noch ungeöffnet. Alter, das sind ja wirklich Riesenteile. Jetzt mal einfach gleich zu meiner Hand. Das ist hier ein normaler Brummer. Okay, das ist schon ein ziemlicher Klopper. Ich stecke ihn mal hin, weil ich ja leider nur eine Hand frei habe und versuche ihn dann wegzuwerfen. Okay, los geht's. Schön, auch mit dem Rauch hier. Okay, ich würde sagen, es war leider ein bisschen weit weg, aber man hat es auf jeden Fall gut erkannt, also besser als die Wunderkerzen.
Dann im Vergleich dazu nehmen wir mal hier den kleinen Brummer. Ah, schade. Der war leider nix. Okay. Hier haben wir irgendwas, was wie ein Böller aussieht, aber es nicht ist, weil da F1 drauf steht. Also mal überraschen lassen. Oh, Feuerzeug mit weggeworfen. Okay. Das war ziemlich schwach. So, jetzt direkt mal im Vergleich. Hier zwei Meteoriten. Ich leg die einfach mal dahin. Boah, die waren dafür ziemlich gut. Okay. Dann hier auch ungeöffnet. Eine Packung Vulkane. Oh, und sogar Fontänen sind dabei. Machen wir mal den. Der sieht schön aus. So, hier liegen auch noch die anderen Sachen von gerade eben. Stellen wir mal genau daneben. Sehr schön. Dann machen wir noch einmal passend dazu eine Fontäne. Die sind auch eigentlich ziemlich groß für F1-Fontänen. Stelle ich auch mal direkt neben den Vulkan hier. Drehen wir mal um. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Schön, also wirklich schön. Für F1 kann man da nicht meckern. Ich pack mal die anderen Sachen schon zusammen. Denn, wie gesagt, immer dran denken, Müll mitnehmen. Ich mach mal noch einen von den dicken Brummern, denn die waren eigentlich ziemlich cool. Hier also wirklich Riesenteile jetzt mal im Vergleich zu den Vulkanen. Einfach größer. Ja, zum Schluss haben sie leider immer nicht genug Schub, um sich weiterzudrehen. Also zumindest hier auf dem Feld. Aber würde ich sagen, machen auf jeden Fall mehr Spaß als die kleinen Brummer. Müll wird natürlich genommen. Und jetzt machen wir hier nochmal zum Abschluss einen schönen kleinen Pyrocracker. Der hat sogar noch, ich weiß nicht, ob man es erkennt, oben Pappe drin. Und alte Lunte. Oh, schönes Ding. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß halt nicht, wie die Aufnahmen aussehen. Ja, kleines Testvideo und wir sehen uns im nächsten.